Einen Slum mitten im Herzen der Millionenstadt Nairobi hat Papst Franziskus am Freitag besucht. Am Morgen seines dritten und letzten Reisetags in Kenia fuhr er im offenen Papamobil durch die Barackenstadt, in der mehr als 100.000 Menschen aus vielen Regionen Kenias und aus dem afrikanischen Ausland wohnen. Kurz vor dem Papstbesuch installierte die Stadtverwaltung endlich eine Straßenbeleuchtung. Ein erster greifbarer Erfolg der Papstvisite. In seiner Ansprache versicherte der Papst den Bewohnern der Hütten und Baracken von Kangemi, er wisse genau um die Schwierigkeiten, die er Tag für Tag durchmacht, so Franziskus, und um die Ungerechtigkeiten, die er erleidet. Ihre Freuden und Ängste seien ihm nicht gleichgültig. Er kritisierte vor allem den mangelnden Zugang zu Trinkwasser. Dies sei eigentlich laut dem Papst ein fundamentales Menschenrecht, das keinem verweigert werden dürfe. Papst Franziskus warb für eine Trendwende. Weder Ausmerzung, noch Paternalismus, noch Gleichgültigkeit, noch bloße Zügelung. Wir brauchen Städte, die integriert und für alle da sind, so der Papst. Alle Menschen hätten das Recht auf Land, Wohnung und Arbeit. Das ist keine Philanthropie, es ist eine Verpflichtung aller.